Hallihallo, seid mir gegrüßt. Ich bin's mal wieder, euer leuchtend wunderbuntes Einhorn. Und wir sind hier im Elfenwald. Hust mir nicht ins Ohr, Ardo oder wer du auch immer bist. Ja, wunderbar. Ich habe heute mit euch einiges vor, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich weiß nicht, wie lange ich spiele, 3 bis 4 Stunden ungefähr. Das meiste davon wird vielleicht ein bisschen langweilig sein, weil wir haben ja jetzt viele neue Questmöglichkeiten. Und da ich mich nicht mehr an alle erinnere, werden wir wahrscheinlich alle NPCs irgendwie mal aufsuchen, anquatschen und so weiter und so fort. Und damit das nicht ganz so langweilig wird, gehen wir zwischendurch mal her und machen irgendetwas. So, jetzt habe ich noch was Besonderes zu zeigen. Und zwar, ich habe mal diese Codes, die gab es wohl in der Computerbild, gab es die wohl mal oder so. Wenn man das Spiel wohl mit dem Heft zusammengekauft hat, dann bekam man diese Codes. Und die kann man eintragen hier im Menü Extras. Da konnte man hier Codes hinzufügen. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Da gibt es einen Ring der Fexenzunge, Ring der Erholung, Ring der Magika, Kompativa, Trank der Kampfkraft, Alopheus Dornenpanzer und Alopheus Schwarze Zunge. Diese Dinge kann man sich beim Beilunker Reiter dann holen. Ich habe die schon mal eingetragen, die Codes. Das mit dem Beilunker Reiter habe ich jetzt nicht versucht. Das habe ich ja auch letztes Mal nicht gemacht, weil ich halt diese Codes nicht hatte. Und damals, als ich das gespielt habe, war das ja noch aktuell. Und da hat man die Codes nicht einfach mal im Internet gefunden. Die Computerbild hätte sich auch sicherlich dafür bedankt. Heute ist das egal. Heute ist das Spiel uralt. Da kümmert sich da keiner mehr drum. So, wir machen mal weiter. Und wir müssen erstmal wieder die Leute in die Truppe aufnehmen. Ihr seht nämlich, nach der Sache haben wir jetzt überhaupt gar keine Leute mehr in der Truppe. Ich nehme mal, ich wollte eigentlich Ardo mitnehmen, aber jetzt nehme ich nochmal die alte Truppe mit. Ja, bitte. Ah ja, das sind jetzt auch solche Sachen hier. Wie schätzt du die Situation ein? Es könnte äußerst brenzlig werden mit den Piraten. Mhm. Behalte im Auge, dass der Zweck nie die Mittel heiligt. Aber nun müssen wir einfach alles tun, um Mora zu finden. Und die Krone natürlich. Ach, du notgeiles Tier. Kann ich dir sonst noch helfen? Ja, komm mal mit, aus Gründen. So, und ansonsten würde ich Ardo mitnehmen. Aber wir machen gleich eine Sache am Anfang, wo ich was vergessen habe. Und da brauchen wir Kuano wahrscheinlich ganz dringend. Dann nehmen wir noch vor, wir nehmen einfach die alte Truppe mit, aber wir fragen noch mal, wie schätzt du unsere Situation ein? Ja, du kriegst das hin, würde ich sagen. Schließlich hast du auch dafür gesorgt, dass Ardo wieder wohlauf ist. Ja, wunderbar. War sonst noch was? Na ja, komm mit. Ja, plaudern müsste ich mit denen vielleicht auch noch mal. So, und dann noch mal unser Elfchen. Wie kann ich dir helfen? Du siehst hübsch aus. Wie ist deine Meinung zur Lage? Wir sollten Ardos Queste mit aller Kraft unterstützen. Die Auswirkungen, wenn wir versagen, können wir kaum absehen. Aber ich fürchte, es könnte viele Leben kosten. Ja, ich denke mal eher, da ist jemand verliebt. Wie kann ich dir sonst helfen? Ja, indem du mitkommst. Wir gehen jetzt nämlich nochmal, ihr werdet es nicht glauben, in die vermaledeite Bossbaranische Ruine. Es gab da nämlich noch etwas und da wir das Spiel möglichst... Wie schön sich die Baumkrone dort im Wind wiegt. Habe ich da gerade Krone gehört? Freunde, ich traue diesen Elfen nicht. Wir haben doch mit ihren langen Ohren gelauscht. Ja, Vorgrim, die Elfen planen eine Verschwörung, um Kaiser Hall zu stürzen. Sie wollen den alten Elfenkönig Fenvarien auf den Thron setzen. Wusstest du das nicht? Sie hat doch eine Lösung gefunden, indem sie die Reisenden geschickt hat. Okay. Trauen kann ich ihnen trotzdem. Ich habe das Gefühl, dass sie immer gerade dann neben einem auftauchen, wenn man ein Gespräch hat. Odania Regengruß. Regen sei gegrüßt. Und da hinten ist Nebel. So, aber wir gehen jetzt erstmal nochmal in die Bossparanische Ruine. War hier nicht irgendwo der Schnellreise? Ich bin hier total verwirrt. Nö, ich glaube, der Schnellreisepunkt ist einen weiter unten. Wir können jetzt übrigens auch in die obere Etage. Da ist nur eine Elfe, das weiß ich. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Die Elfen lassen wir jetzt erstmal Elfen sein, obwohl es da auch eine Queste zu holen gibt. Wir gehen mal zur Bossparanischen Ruine. Ja, und zwar zeige ich euch mal warum. Nämlich hier im Questenbuch ist ja immer noch das Bossparanische Rezept. Und da fehlt uns ein fünfter Teil. 5 Fragmente können es sein. Ich weiß, ich habe letztes Mal, als ich das Spiel gespielt habe, die Muße nicht aufgebracht, das Rezept zu suchen. Jetzt hat mir allerdings ein liebes Spoilervögelchen geholfen und gesagt, hat meine Not gehört und hat gesagt, ehe du die ganze Ruine nochmal durchgehst, weißt du was, sage ich dir, wo das Rezeptteil ist.
Hat mir allerdings nicht verraten, wofür es gut ist. Das habe ich mir so erbeten. So, dann schauen wir mal. Ich pflück mal noch ein paar Blümchen ab. Das sollten wir nicht vergessen, trotz aller anderen Dinge. Wir haben jetzt so viel zu tun. So fucking viele Sachen. Ja. Wahrscheinlich werden auch einige der Gargoylsen, also der Wasserspeier, der Wasserkotzer, werden wahrscheinlich auch da sein. Ich spreche wieder seltsam, weil meine Zahnlücke natürlich immer noch da ist. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich dieses provisorische Gebiss tragen würde, dann würdet ihr mal gar nichts verstehen. Ich kann es mal nächstes Mal reinmachen, dann höre ich mich immer alles an, als hätte ich einen Slick auf der Zunge. Es gibt da so einen Politiker, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der redet so. Ja, der Horsti ist ja schon sehr viel weiter am Fluss der Zeit jetzt, weil er wahrscheinlich die Hälfte der Nebenquesten nicht gemacht hat. Nein, Horsti, das kennen wir ja schon. Und das ist auch nicht böse gemeint. Und außerdem hatten wir ja dann noch Tishiana. Da schlottert mir ja schon das Gemächt und bebt mir der Busen, wenn ich daran denke. Ja, den Kuano habe ich jetzt mitgenommen, weil das Spoilervögelchen mir gesagt hat, als ich gesagt habe, ich werde Kuano zurücklassen und werde nur noch mit Ardo durch die Gegend ziehen, hat er erstens mal gesagt, ich würde von Ardo enttäuscht sein. Was? So ein Brecher, so ein baumlanger Kerl und ich soll von dem enttäuscht sein im Kampf? Aber nein, und dann meinte das Spoilervögelchen noch so von wegen, nimm den Kuano zumindest mit in die bosbaranische Ruine, sonst kannst du zweimal gehen. Und ich weiß, was das heißt. Da ist wahrscheinlich irgendeine Falle oder eine Truhe oder beides. Also eine Truhe muss es wohl sein. Ich habe da sowas gehört. Es soll in der zerbrochenen Halle sein. Außerdem meinte Spoilervögelchen, ich hätte in irgendeinem Raum auch ganz, ganz viel Feuermüll vergessen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das prangere ich an. Nee, aber wahrscheinlich werden hier einige der Gargoylsen, wie ich sie nenne, die Wasserspeier von oben runtersteigen und uns das Leben unnötig verkomplizieren. Hier waren ja noch ein paar. Da sitzt eine ganze Menge oben, guck mal. Sind die nicht letztes Mal runtergekommen, als wir den Rückweg gemacht haben? Was ist denn hier los? Also hier hinter der Ecke gleich soll es sein. Gucke mal. Na, und wenn wir jetzt den Kuano nicht dabei hätten. Wir sollten uns vielleicht mal einen zweiten Schlossknacker und Fallenentschärfer machen. Das hatten wir ja letztes Mal auch. Wahrscheinlich triggert die Truhe die Gargoylsen. Ich mach das. So, was haben wir da drinne? Teil eines Rezeptes unidentifiziert. Okay, nehmen wir. Da. Und dann gehen wir mal zum Honk. Der ist ja der tolle Identifizierer. Hier haben wir das unidentifizierte Teil des Rezepts und den identifizieren wir mal. Das bosbaranische Rezept wurde aktualisiert. 20 Abenteurerpunkte für jeden. Und wir kriegen natürlich Gargoylsenbesuch. Wie sollte es anders sein? Brauchen wir dafür Schilde und so? Ach komm. Ja? Einfach der guten alten Zeiten wegen. Ja, hier der Rescindere war es übrigens nicht, mit dem wir die Effekte vom Daimon ungültig machen sollten. Das ist irgendein anderer, den wir oben noch beim Meister Bruckbart lernen können. Das war also der falsche Zauber. Deswegen hat das auch nicht so unbedingt geholfen. Alter, das ist aber eine ganze Menge an Gargoylsen, die da jetzt auf uns zukommen. Ha! Ba-ia. Und der Ba-ia ist auch wieder am Start, ha. Ne? Herr Kurbler. Ich werde immer schlimmer. Merkt ihr das? Dann. Ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Bock auf dieses Billo-Gepupse hier. Warte mal. Das war jetzt natürlich falsch. Auf diese Billo-Hauereien hier mit den Viechern. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, so viel zu erzählen und so wenig Zeit. Ja, der Horsti ist schon in Hammerberg, also der nächsten Location. Und hat da schon seinen Spaß. Das sei ihm gegönnt. Ja! Yeah. Ich bin leider nicht dazu gekommen, dein Let's Play wirklich richtig durchzugucken. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob komm du schon. Wirklich vielleicht eine gelinde Zahl von Nebenquesten Angriff. Gar nicht gemacht hast. Sind so hässlich, die Viecher. Aber die sehen anders aus. Hier sieht anders aus. Angriff! So, dann wollen wir mal. Armer Tropf. Boah, das ist eine Menge.
auf! Och. Hilfreiche Tat! Ich sehe mal wieder nichts wegen der Facecam. Oh, Stiesel hat sich schon ganz schön wegschnecken lassen. Von den Viechern. So, da ist ja schon alles gut. Im Lot, auf dem Boot, alles im Butter, auf dem Kutter. Warum hat denn der hier hinten so wenig abgekriegt? Ist es denn die Möglichkeit? Ach, wir haben ja immer noch die Riesensumpfranze. Die sollten wir loswerden. Hör mal, mein Freund, warum hast du eigentlich nicht dein Talent oder Mirakel heißen die Dinger? Ach ja, 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 stimmt. Warum hast du die eigentlich nicht gemacht, Vögelchen? So. Hau den mal. Der hat eine Elefantennase. Boah. Tötet sie. Ui. Ja, könntest du vielleicht mal ein bisschen härter draufhauen, Kollege? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Ardo? Aber nee, Ardo ist ja gar nicht dabei. Ja, warum sollte der mich enttäuschen? Warum sollte ich enttäuscht sein von Ardo? Ist der vielleicht gar nicht so stark, wie man ihn einschätzt? Auf jeden Fall werden wir ihn erstmal in irgendeiner Form neu ausrüsten. So, wir bringen mal alle nach vorne und dann kann... wer kümmert sich denn am besten mal um das Entsaften der Viecher? Guano. Die haben sowieso nur Schund bei sich, also bist du gerade der Richtige dafür. Nein, ich mag Guano immer noch nicht. Die Gwen Petrilsteinchen wurde mir auch gespoilert, kann ich verkaufen? Ja. Ich frage mich, warum die dann so so aussehen, als wären sie was Besonderes. Aber das ist wahrscheinlich extra gemacht, ne? Damit man sich dann schön ärgert. Wasserspeier. Wie komme ich eigentlich darauf, dass das Gargold sind? Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass ich damals während der, ich glaube, 90er diese Fernsehserie auf Tele 5 geschaut habe, diese Zeichentrickserie. So. Es sind noch ein paar oben. Also wenn wir jetzt hier noch ein paar Mal hin und her... Da liegt das Feuermüs. Richtig. Ja, ich kann es ja sagen, wer das Spoilervögelchen ist diesmal. Der Tommy. Tommy ja, kommt hier aus Hamburg. Und hat eine ziemlich ähnliche Spielevorliebe wie ich. Alles, was mit RPGs zu tun hat. Und in letzter Zeit spielt er sogar Minecraft. Und er hat ungefähr zu Minecraft das gleiche Verhältnis am Anfang wie ich. Nämlich, was ist das denn für ein Scheiß? Hat er eine schlechtere Grafik wie auf dem Amiga? Warum sollte man sowas heutzutage spielen? Ja, jetzt findet er das Spiel zumindest faszinierend. Und spielt es mit seiner Freundin. So. Ja. Meine Freundin ist übrigens keine Gamerin. Sie konnte sich da irgendwie nie reinfinden. Sie fand Minecraft interessant, aber für sie ist Spielen, Computerspiele sind für sie Zeitverschwendung. Ja. Ja, das mag ja so sein. Das kann man so sehen. Ich finde, das ist eine schöne Zeitverschwendung. So, alles klar. Wir haben das letzte Teil zum bossbaranischen Rezept. Das musste einfach sein. Okay, wir sind jetzt hier einmal in die Ruine und müssen jetzt hier... Warte, wie viel haben wir aufgenommen? Naja, 13 Minuten. Das geht sich aus. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir heute so alles hinkriegen. Also, wie ich schon sagte, ein paar Questen, da weiß ich, wo wir nachfragen müssen. Wir können auch erstmal das machen, dass wir erstmal dahin gehen, wo ich weiß. Zum Beispiel lohnt es sich auch nochmal hochzugehen zum Meister Bruckbart, weil da sind jetzt sicherlich wieder Rezepte für, also Möglichkeiten für Zaubersprüche lernen im Buch. Aber warte mal, ich habe jetzt doch Questbuch, bosbaranisches Rezept. La 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 la. Was ist denn da? Da muss auch noch was drauf sein. Verkaufe das Rezept. Die 5 Teile des Rezepts fügen sich zu einem Ganzen zusammen. Einem Ganzen, das für mich trotz allem zu kryptisch ist, als dass ich damit etwas anfangen könnte. Nur ein Magiermeister könnte mit Hilfe dieses Rezepts den gewünschten Gegenstand anfertigen und würde für das Rezept sicher auch gut zahlen. Nadoret hat doch einen Magiermeister, der könnte... Was sage ich gerade? Ja, 2 Gründe zu Bruckbart zu gehen. Einmal Zaubersprüche gucken, ob wir was lernen können. Vielleicht können wir da ja auch diesen Zauberspruch, der ganz gut beim Daimon geholfen hätte.
Danke, Herr Tittenkurbler. Das war, nein, natürlich Kittenkurbler. Das hatte ich mir nämlich gedacht. Und ich hatte halt gedacht, es ist der Reszindere, weil er ziemlich ähnlich dem klingt, den wir da haben. Und er hat auch eine ziemlich ähnliche Wirkung. Nur, dass er halt Effekte dauerhaft aufhebt und nicht irgendwie nur 3 Runden lang. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, wir haben ja den Daemon auch gut geschafft. Schön, vielleicht mit dem Reszindere hätten wir ihn vielleicht ganz ohne Siegel geschafft. Das wäre möglich. Wir sind da ja wirklich einigermaßen souverän mit dem einen Siegel durchgegangen in unter einer Folge. Und ich kann mir vorstellen, mit vielleicht noch einer anderen Waffe, noch einer besseren Rüstung, also der Ritterrüstung für zum Beispiel Vorgrim. Wobei ich mich immer frage, die Ritterrüstung gibt es nur einmal, ne? Und die kann ich sowohl, sagen wir jetzt mal, einem schlachsigen, langen Kerl wie Guano oder Ardo anziehen und auch dem Zwerg. Wie geht das? Ist die One Size Fits All? Also schwingt die so, wenn man sie jetzt Vorgrim gibt? Ich sollte öfter mal einen Zwischenspeicherstand machen. So, Audio vom Spiel wird aufgenommen, so viel ich sehe. Die roten Symbole da hinten stören mich mal, interessieren mich mal eine Wurst. Wir gehen gleich runter zur Talaria Malaria. Und ja, schnacken mal ein bisschen mit den Leuten. Da habe ich jetzt Bock drauf, weil also erstmal holen wir uns mal. Wir haben ja hier immer die Reisetruhen von unseren Mitreisenden und da kann man ja bisher nicht an Ardos ran. Die machen wir jetzt natürlich leer. Da klauen wir jetzt alles draus. Natürlich 9-mal helles Pferdocker, ist klar, ne? Damit besticht er dann immer Vorgrim. Ja, ja, dieser Schlawiner, ne? Gudi, ich werde mal mit Ardo eine Runde quatschen. Was gibt es denn? Wie schätzt du die Situation ein? Die Lage ist äußerst kritisch. Wenn die Krone in die falschen Hände gerät, dann kann der Kaiser diskreditiert werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir herausfinden, wohin Mora mit der Krone verschwunden ist. Nach Hammerberg, wo Horsti ist und Angst hat vor der Zwergenbinge. Entschuldigung. Gibt es sonst noch etwas? Ich möchte dich etwas fragen. Na, was willst du denn wissen? Das kommt mir alles zu vertraulich vor. Über dich und die Krone. Was willst du da wissen? Erzähl mir von dir, Ardo. Also, geboren wurde ich vor 34 Götterläufen als Sohn des Lutar vom Eberstamm. Unsere Familie gehört zu den traditionsreichsten des Mittelreiches. Und meine Länderei, kaiserlich Ochsenblut, liegt in der Kaisermark Garetien. Oh, ich hätte auch gerne einen Titel kaiserlich Ochsenblut. Kaiserlich Schweineblut. Kaiserlich Kuhkot, Kuhdung. Geil. Also er ist 34 Götterläufe alt, also 34 Jahre. Alter, du siehst aus wie 50, 60 oder so, aber doch nicht wie 34. Du willst mich doch anschwindeln. Dort steht auch die Stammburg unserer Familie, Burg Rudesschild. Hier werden die Reichsinsignien der Kaiser des Mittelreiches verwahrt. Keine Festung in der Nähe Garetz ist so stark wie Rudesschild. Was für ein Name, Rudesschild, Ochsenblut. Aber, ach, ich schweife ab. Du wolltest ja was Persönliches hören. Ich nehme die Aufgabe, die Reichsinsignien zu beschützen, sehr ernst. Aber auf den ganzen höfischen Klimbim, mit Messer und Gabeln essen, 3-mal am Tag baden und sich mit jeder Art von horasischem Duft Wasser einzusprühen, halte ich nicht viel. 3-mal am Tag baden ist wirklich sehr, 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 sehr übertrieben. Also, täglich duschen ist schon ganz gut, ja, und ich bade auch ziemlich oft, aber 3-mal am Tag, lieber eine Heilige. Ordentliche Jagd oder der eine oder andere Humpen Helles mit Vorgrim in unserer Bier, in unserem Wachkeller neben dem Insignienraum. Hat er mir jetzt nicht schon alles erzählt? Wissen? Erzähl mir von Rudesschild. Rudesschild ist eine der ältesten Burgen des Reiches. Sie wurde nach dem Triumph Rauls des Großen über Bosparan ausgebaut, damit dort die Insignien des Reiches sicher lagern sollten. Ah, geil. Fenchel, Anis, Kümmeltee. Gut für den Bauchi. Doch erst zur Regentschaft Kaiser Rudes wurde die Burg fertiggestellt. Ach so, Kaiser Rudes. Daher auch ihr Name Rudesschild. Jetzt verstehe ich. Wolltest du noch mehr wissen?
Ja, erzähl mir etwas über die Raulskrone. Man sagt, nach dem Fall Bosparans wurde Raul der Große von einem Greifen mit 12 goldenen Federn gekrönt, die sich über Nacht in eine Krone verwandelten. Er ließ große Edelsteine einsetzen als Symbole für die Provinzen des Reiches. Eines weiß ich, das Ding ist grottenhässlich. Ich will's nicht haben. Die echte Raulskrone hat die Macht, Mut zu säen, Falschheit zu erkennen und dem Herrscher Einsicht in die Sorgen des Volkes zu geben. Doch auch dies nur, wenn sie vom rechtmäßigen Kaiser getragen wird. Sonst ruft sie den Zorn der Götter hervor. Hat er sich schon mal alles erzählt? Vor 60 Götterläufen ließ Kaiser Bardo für seine Zwillingsschwester Sella ein Duplikat der Krone anfertigen, um mit ihr gemeinsam zu regieren. Nach der Machtergreifung Reto von Garetz lag das Ding in den Geheimkammern. So dachten wir. Wolltest du noch mehr wissen? Ich will über etwas anderes sprechen. Über etwas anderes? Über unsere Gefährten. So. Über wen denn? Was hältst du von Kuano? Mehr Glück als Verstand hat der. Und auch wenn er ein Schurke ist, so ist er der Schlüssel, um Mora wiederzufinden. Und irgendwie mag ich den Burschen. Aber sag das nicht, Vorgrim. Also ich mag ihn nicht. Wie kann man noch den mögen? Eine Frage zu unseren Gefährten.